Ah, Elysium. Ein heiles und ein schönes, wunderbares Elysium. Irgendwo hier läuft eine Goal herum. Und nichts wird schiefgehen in Rufus neuem Leben hier natürlich, oder? Was haben wir hier? Ein Terminal. Moment. Ein Terminal? Fahrstuhlcam? Juhrgr. Lors. Cool. Sail. Okay. Keiner da. Keiner am Fahrstuhl. Keiner da. Frech. Ach, jetzt kann ich hier rüber. Ach, ist ja schön. Ach so, funktioniert. Oh. Oh. Eine elysianische Orbit-Elfe. Wollen wir noch einmal Turtelgrau probieren? Aber Schatzi Spatzi, wir hatten doch schon gesagt, dass uns das zu duster wird. Vielleicht holt ihr noch eine Expertenmeinung ein. Huch, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Tja, ich bin wieder Klimawandel. Aber ihr könnt mich auch Rufus nennen. Du bist ja ein richtiger Spaßvogel. Ich bin Henna. Und das dort ist mein Mann Tanner. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir haben ein kleines Problemchen mit unserem Nestbau. Wir finden einfach nicht die richtigen Gardinen. Die Weichkopf-Memmschals haben diese tollen Früheinfädler. Aber das Muster ist uns zu wenig Biedermeier. Die Hängeschwanz-Schlafflappen hingegen sind schön kleinkariert. Dafür darf man sie nicht warm duschen. Tja, mit der Ehe kommt die Krise. Ach nein, nichts kann unsere Liebe überschatten. Außer vielleicht die richtigen Gardinen, wenn wir sie für ein Schmusi-Wusi-Stündchen zuziehen. Wie ist das mit Gänsehaut? Die kriege ich nämlich, wenn ich die beiden so reden höre. Gänsehaut gibt es leider nur in den Farben Einhornkotze und Schleimbeutel. Vielleicht müssen wir uns doch noch weitere Muster kommen lassen. Ich weiß nicht. Ich finde, die Auswahl passt zu euch. Hanna und Tanner mit Leoparden vor Helch. Und, kommt ihr voran? Ist das nicht egal, solange wir uns lieben? Stimmt. Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir Gardinen aussuchen, Hanna. Ach, Tanner. Das hast du schön gesagt. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Muster. Ach, ihr seid ja sowas von randständig. Tja, neue Muster kann ich Ihnen nicht liefern. Kann ich Ihnen jetzt hier... Warum will ich denn den Fahrstuhl... Will ich doch gerade... Einmal hin und rum? Ich guck mich mal um, ne? Ach so, da geht's einfach... Und wo ist jetzt hier unser Herr Ulysses hin? Cool. Verdammt! Da muss ich mich wohl auf mein detektivisches Gespür verlassen, um Ulysses nicht über den Weg zu laufen. Aber Ulysses kennt dich gar nicht. Oder ich folge einfach der engelsgleichen Stimme da, durch diesen Durchgang da vorne. Ich ahne es. Dem Deponia-typischen Humor zufolge ist es Ulysses, der unter der Dusche singt. Hey, Monsterfußpantoffeln. Das klingt, als könnte man damit leise schleichen. Zieh mal an, Rufus. Eine Kohlenzange? Boah, geil, die will ich. Die erinnert mich an meinen letzten Zahnarztbesuch. Ich hatte einen Bohrer und etwas Lachgas mitgehen lassen. Am nächsten Tag wurde ich aus dem Kindergarten geworfen. Das hat man davon. Was die Peter wohl dazu sagt? Die Peter? Achso, die Peter. Ja, natürlich. Cole hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. Was? Ich will eine Nahaufnahme sehen. Naja. Der Elefant, der seine Stoßzähne für dieses Klavier gelassen hat, litt offenbar unter starker Karies. Fast jede zweite Taste ist schwarz. Gibt's denn hier keinen Zahnarzt? Oh Mann, Bewufus. Ich nenne es Etüde für Goal in A7 oben kariös. Dieses Spiel ist so durch wie immer. Na dann, tüdelü! Klopf, klopf! Ja, es ist Ulysses. Beim Duschen stören meine bezaubernde Silhouette eines alten, nackenbehaarten Mannes. Oder es ist ein doppelter Bluff und es ist doch Gold. Hey, Dad! Ich wollte mit den anderen für ein paar Tage auf den schwebenden Gärten zelten. Nur zu! Solange du nicht wieder die Parkwächter zu Musikdatasettenspielern umprogrammierst. Du bist der Beste! Ciao!
Was? Oh, nicht doch! Scheibenkleister, ich habe sie verpasst. Hey, wer ist da? Was haben Sie hier verloren? Zimmerservice. Ein Klon? Sind etwa die Dienstbots wieder defekt? Ja, es grassiert gerade eine Robokulose-Welle. Sehr ansteckend. Auf Ebene 5 husten sogar schon die Toaster. Ist das so? Ach egal, bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Sehr wohl. Sehr wohl. Ab dafür. Wie lange will er denn noch duschen? Das gibt doch Schrumpelpumpelhaut. Ich bin am Ziel und es ist noch viel schöner, als ich es mir in meinen feuchtesten Träumen ausgemalt habe. Ob man das Klo irgendwie manipuliert, egal. Ich hab's ja eilig. Wir müssen nämlich Goal einholen. Was? Da läuft die Zeit? Was? Moment mal, Fahrstuhlcam. Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? Du darfst nicht gehen. Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Wenn er mir was zu sagen hat, soll er das gefälligst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. Halt, Moment. Ich hatte noch so viele... ich hätte nicht gleich damit anfangen sollen. Aber die Zeit hat mich so gedrängt. Hinterher. Was? Was ist da das? Was? Ein Gegengewicht? Eine Klaviatur? Das war aber keine schöne Melodie. Du musst dir schon mehr Mühe geben. Was? Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Ist das ein Rätsel? Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Was tue ich denn hier? Untere Schleusen, leerer Steckplatz, Chill-Out, Fun... What? Wir hauen natürlich mit der... Moment mal! Da hängt man Dinge auf, die eine Schlaufe haben. Kleiner Tipp, die Zeit ist es nicht. Dafür brauche ich nur meine Finger und mein musikalisches Talent. Nee, vergiss das musikalische Talent. Du sollst... Warum denn mit dem Säcklein? Nicht mit dem blöden Säcklein. Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Das war aber kein Nein, schöner danke. Ton. Probier's nochmal. Das war aber... Probier's Nein, noch danke. Mal. Ich will zumindest jeder einmal ausprobiert haben. Aber das klingt ja immer gleich. Ich möchte... Das möchte ich nicht. Ach, na, warte. Wie benimmt man diesen Lift? Mist. Keiner da. Hey, Henna, erklär's mir. Und, kommt ihr voran? Ist das nicht egal, solange... Stimmt. Ach, ihr seid... Widerlich. Hier, habt ein paar Pantoffeln. Wie wär's mit Monsterfußgardinen? Nein, das wäre zu gruselig. Wir wollen doch ganz viele Kinder haben. Ganz viele kleine Henners und Tenners. Okay, das ist gruselig. Nein, danke. Alles, was wir brauchen, ist unsere Liebe. Und vielleicht noch ein paar Stoffmuster, damit dieser Moment ewig dauert. Ach, Tenna. Aber ich muss doch Goal aufhalten. Moment. Flügel. Ich nenne es Etüde für Goal in A7 oben kariös. Verrat mir dein Geheimnis, Flügel. Das war Fistubanause. Ja, yeah, eine Taste. Ich nenne es... Nee, danke. Wie, Zange ist weg. Ach.
Egal. Denn ich werde jetzt hier den Haken ziehen und dann die... Hey! Moment, was? Ah, aber... Rufus! Dafür brauche ich nur meine... Du sollst... Kann ich denn... Also... Ich will doch nur dieses Gewicht... Aber... Ah, wie geht das denn? Ich will die Taste da einsetzen, aber das Spiel lässt mich nicht. Ich nehme das Gewicht ab, dann kommt die Klaviatur raus, das ist schön. Und jetzt habe ich keine Wahl, als mit dem Ding auf die Dinger zu hauen. Das will ich doch gar nicht. Das ist doch Unsinn. Ich will die Taste da einsetzen. So. Aber das kann ich nicht. Ach, das ist so unfair. Das war's. Ach, halt die Klappe, Ronny. Wie soll ich denn? Ich kann hier wirklich nichts anderes machen. Ich kann das Ding wieder in die Gabel hängen. Wenn ich nicht irgendwie was übersehe, dann kann ich doch hier. Also, das geht doch nicht. Ach, ich kann euch auch nicht abhauen damit. Ich kann nur auf die Teile kloppen. Das ist doch Blödsinn. 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 Lass mich dir schöne Töne entlocken. Ich nehme den Helm jetzt mit, wenn's recht ist. Sind sie immer noch da? Ich will meine zweite Chance, einen ersten guten Eindruck zu hinterlassen, lieber nicht versauen. Genozidpläne hin oder her, er ist immer noch Golds Vater. Stimmt. Ich will meine zweite Chance, einen ersten guten Gen... Ja, aber dann... Aber was kann ich denn hier... Ich kann sie ja doch nicht so unterspringen. Das ist doch noch gut. Und der Helm? Hä? Wieso? Und das dann? Hä? Wieso? Ja, aber... Aber... Dafür brauche ich nur... Und außerdem wäre eine... Fast jede zweite Taste ist... Moment, was? Nochmal. Dafür brauche ich nur was? Dafür brauche ich nur meine Finger und mein musikalisches Talent. Außerdem wäre eine Zahnbehandlung angebracht. Fast jede zweite Taste ist schwarz. Will mir das Spiel damit irgendwas sagen? Oder ist das einfach nur ein Gag? Weil ich dachte, es wäre nur ein Gag, aber vielleicht müssen wir wirklich irgendwas sagen. Naja, die Bilder, die Zahnspange und so, ne? Cole hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. Zahnspange, Zahntasten. Aber so weiter bringt mich das jetzt auch nicht. Ich habe nicht schon alles benutzt, was man hier benutzen kann. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, aber wirklich. Tanner. Und kommt ihr voran? Ist stimmt. Ach, ich wünsch. Ach, ihr. Nein, danke. Alles, was wir brauchen, ist unsere Liebe. Und vielleicht noch ein paar Stoffmuster. Ach, Tanner. Ich hab kein blödes Stoffmuster für euch. Keiner da. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn mir nicht jetzt irgendjemand erklärt, wie ich dieses Ding hier gescheit bediene. Ronny! Du schon wieder? Kennen wir uns? Noch nicht. Das müssen wir ändern. Stell es auf die Liste, ganz hinten hin. So grießgrämig, dabei ist so ein wunderschöner Tag. Und wenn du nicht weißt, wo du dich zuerst amüsieren sollst, kein Problem, ich kann dir alle Fragen beantworten. Super. Warte mal, wieso? Frage 1. Gibt es hier auch ein Interface, das mich nicht zulabert? Das ist Elysium. Hier gibt es alles, was du dir wünschst. Du musst einfach nur den Schlegel nehmen. Was denn für ein Schlegel? Oh je, da hat doch wieder so ein Hallodri den Schlegel geklaut. Mach nichts, dafür bin ich ja da. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun Zone vor.
Wieso redet ihr denn jetzt mit mir? Beim ersten Mal hat er nicht mit mir geredet, das ist so unfair. Wie kommt man denn darauf, dass man sagt... Nein, ich muss schleusigst zu den Schleunen. Schleunigst zu den Schleusen. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Los geht's! Ach du dicker Vater, das Hochboot hat bereits abgelegt. Was mache ich denn jetzt? Willst du meinen Vorschlag hören? McChronicle, was machst du denn da immer noch in den Schächten? Mich nicht einmischen. Du bist so langweilig, Mac. Wir sind hier im Paradies und du steckst deinen Kopf in den Sand. Okay, vielleicht ist Goal nicht mehr hier. Aber sie kommt ja zurück. Und so lange habe ich zwei Worte, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Fun-Zone. Bist du irre? Du müsstest auf Deponia sein und die Welt retten. Wozu Deponia? Der ganze Sinn und Zweck meiner Enquete lag doch darin, nach Elysium zu kommen. Um Deponia zu retten, muss ich nichts weiter tun, als beim Ältestenrat vorzusprechen. Sieh es ein, dies ist eine Abkürzung zu meinem wohlverdienten Happy End. Und hey, er hat recht. Nicht einmal in den Tod zu stürzen. Aber, Rhabarber, wenn du mich suchst, ich bin in der Funzone. Das ist tatsächlich ein logischer... Moment, hey, Moment, halt! Willkommen in der Funzone! Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis! Wähle eine von vielen Attraktionen aus und vor allen Dingen habe Spaß! 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 Da 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 Uhuhuhu, yeah! Golf oder Autorennen? Pool oder das Bällebad? Ich kann nicht gut singen. So, ich lasse es mal lieber sein. Wow, Autorennen, ja. Nein. Warte, wir brauchen was. Der Pool. Hey, 5 Punkte. Blubber? Achso. Ja, natürlich. Oh ja. Autorennen. Ich würde sagen, Gas geben. Gas, mehr Gas. Wie? Was muss ich denn tun? Halten oder? Oh, schnell rück? Nein, ich habe keine Ahnung. Egal, ich gewinne. Ah. Das gab noch mal ein paar Fun-Punkte. Das war lustig. Himmel. Hört noch an. Rufus! Was sitzt du denn da rum? Das sollten wir unbedingt wiederholen. Du? Ich glaube, da hinten will einer was von dir. Hm? Oh. Ach nee, das ist nur McChronicle. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen, wenn wir nicht... Hä? Und warum regt er sich so auf? Keine Ahnung. Ich verstehe nur... Zum Glück bin ich ein Experte im Schlabberlippenlesen. Ich fürchte, es gibt ein Zeitreset, der... Ich glaube, es heißt Zeit fürs Bett. Es gibt ein Zeitreset und der steht kurz bevor. Es bläht der Chor. Also für mich klang das eher wie Zeitreset steht kurz bevor. Ja, aber das würde ja keinen Sinn ergeben. Es sei denn natürlich. Oh.